Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sorbin von Pixelbeef und ihr seht jetzt Bild in Bild. Ihr seht einmal mein kleiner StarCraft 2 Screen und gleichzeitig meine Hand und meine Tastatur. Guten Tag, ist keine mechanische Tastatur mehr, ist kaputt gegangen. Das war jetzt der einzige Grund gewesen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man als Linkshänder seine Gruppierungen ein wenig verlegen kann. Denn ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich was gefunden und habe mich heute auch mal noch mal ein bisschen informiert und geguckt, wie habe ich bis vor kurzem gespielt, was könnte man optimieren oder wie ist es denn überhaupt als Linkshänder StarCraft 2 zu spielen. Das ist nämlich ein wenig nervig. Und für das Ganze gehen wir mal direkt in unsere Options rein, gucken hier Ultra, und gehen auf Hotkeys. Das ist nämlich das Wichtigste, worum es bei uns Linkshändern geht. Ja, wir sind die Minderheit, aber Blizzard hat dafür vorgesorgt, hat gesagt, ja, auch den Minderheiten muss man eine Chance geben. Und ihr seht, mein ganzes heißt Sorbin Linkshänder. Wir haben aber hier gewisse Standard für die Hotkeys, ja, das heißt, wir können jetzt hier gucken, Standard oder Raster für Rechtshänder, ne, ist das U, I, O, P, Q, R, Ü, ne, das ist also dieser ganze Bereich, den man hier verwendet und natürlich die Zahlen für die Gruppierungen und die Steuerungstaste, um die Gruppierungen zuzuweisen. Das ist erstmal so, wir fangen jetzt bei den ganz kleinen Sachen an, es wird auf jeden Fall, oh meine Hand, es wird auf jeden Fall noch was Höheres folgen mit Laufe der Zeit auf unserem Channel, aber wir gehen jetzt erstmal nur auf die Grundhotkeys ein. So, das heißt, wir haben halt als Linkshänder, als Rechtshänder, jetzt muss ich auch mal auf Rechtshänder gehen, sonst rede ich hier scheiße. So, da, ne, das ist also Q-W-E-R-T, ne, das ist der Bereich und Asdivge und Xyldivge, ne, alles das hier unten. Das heißt, diesen Bereich hier kann man sagen, verwenden wird als Spieler mit der linken Hand, ne, wenn ich da auf der Tastatur halt bin, das heißt, ich würde mit der Hand gehen und würde halt so spielen. Da ich aber Linkshänder bin, ist das Ganze immer ein bisschen schwieriger und ich habe keine Lust, meine Tastatur immer so weit wegzulegen und relativ unbequem zu sitzen. Das kommt dann noch meistens hinzu. Das heißt, wir gehen auf das Raster von Sorbin, ja, so, okay. Ja, hier steht ihre aktiven Hotkeys, das heißt, auf jedem Profil habt ihr das Ganze dann auch. Und das ist erst einmal das Standardraster, ja? Das heißt, das fängt an, U, I, O, P, Q, Ü, ne? Das ist dieser Bereich. Dann geht es weiter mit J, K, L, Ö, Ä, das ist der Bereich hier unten. Und die N, M, Komma, Strich, kleiner Strich. Das sind die hier unten, die Bereiche, ja? Das heißt, das spielt sich hier alles in den ganzen Bereich statt. Und da kommt es zu einem Problem. Wir haben natürlich hier die Steuerungstaste, das heißt, wenn ich meine Hand drauflege, kann ich auf die Steuerungstaste gehen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das geht aber. Das ist jetzt nicht einmal die Schwierigkeit. Man muss sich ein bisschen verrenken, geht aber recht zügig auch. Das Problem ist, wenn wir jetzt in die Gruppierung hier vorne reingehen, das heißt, wenn wir jetzt hier unsere Hand haben, können wir mit den Fingern maximal auf, ja, weiß ich nicht, auf 6, 7. Ja, also da kommt man noch gut hin. Dann haben wir natürlich 8, 9, 0, Querstrich und kleines Pünktchen. Diese beiden Tasten hier gibt es leider nicht. Das heißt, wir haben hier das Ü. Das wäre dann auch das hier, was ihr hier seht. Ja, das heißt, das wäre dann auf Male weg. Und der kleine, das Apostroph, glaube ich, ist es. Das wäre das Plus. Das könnte man noch verwenden, aber diese Taste ist nicht verwendbar. Außer man würde hier alles ändern, aber das Ü, was hier drunter ist, das benötigen wir ja auch. Von daher geht das Ganze nicht so einfach. Also macht man sich natürlich seine Gedanken, denn ich habe dann mal gedacht, vielleicht auf die Numlock, aber Numlock ist noch viel schlimmer. Die sind nämlich aus dem Bild heraus. Ja, das heißt, ich habe noch einen viel, viel längeren Weg, um dorthin zu kommen. Und ich muss ja relativ schnell sein, ne? Und relativ schnell interagieren mit den Tasten. Das heißt, das muss sich alles hier oben auch stattfinden. Ich habe mir natürlich dann auch mal ein bisschen in Foren schlau gemacht, geguckt, okay, ja, wie spielen denn andere das? Ich hatte es bis jetzt immer hier vorne, habe aber wirklich dieses Problem, ich packe immer hier vorne rüber. Im Großen und Ganzen bleibt das auch so. Ich habe allerdings das ein bisschen anders verlegt. Das heißt, die Army ist jetzt auf 2 und 3. Warum auf 2 und 3? Ganz einfach. Man benötigt natürlich die Army im Kampf gerade, ne, um das Ganze natürlich auch mal ein bisschen zu splitten, ne, und, wie man das halt bei StarCraft 2 kennt. Aber das sind jetzt nicht Tasten, wo ich die U, I, Ö, P jetzt unbedingt beim Army-Wechsel haben muss, ja. Das heißt, natürlich brauche ich diese U-Tasten auch, aber ich drücke einmal eins und gehe sofort wieder hin und drücke nicht immer wieder. Das heißt, ich gehe nicht immer wieder von der Grundposi wieder in diesen Bereich rein, sondern nur kurz, um zu switchen. Natürlich, wenn ich ein spannendes Matchup
dann kann das auch schon mal sein, dass das ein bisschen anders ist, aber in der Regel ist es wirklich so, dass wir das Ganze einfach nur einmal kurz und sind dann wieder hier. Ich muss hier mal ein bisschen aufpassen, ich habe hier noch so ein Blatt liegen. Ich habe mich ja gut vorbereitet. Ja, das ist die Grundbasis der ganzen Sache. Dann kommen wir jetzt zu 6, 7 und 8. Bei 6 ist bei den Terranern zum Beispiel CC, das Command Center. Das heißt, wir können eigentlich relativ gut hier, ne, da von U auf die 6 zugreifen. Das heißt, das ist eigentlich für uns eine ziemlich gute Sache, die wir da haben. Gleichzeitig haben wir auf die 7 die Rex, also die Barracks, ja. Das heißt, auch da sind wir sehr, sehr schnell daran. Und auf 8 haben wir die Facts, die Fabriken, ja. Das heißt, diese ganzen Tasten sind natürlich im U-Bereich noch mit drin, dass man relativ schnell dran kommt, ja. Auf 9 habe ich die Worker, die sind hier, also ein Worker hat man halt immer drin, natürlich für den Bau. Der ist bei mir auf 9. Und auf 0 habe ich die Facts, die Flugbasis, ja. Das heißt, da kann ich immer drauf zugreifen. Somit habe ich noch diese Tasten, die 4... Die 4 und 5 habe ich noch, um etwas anderes zu belegen, wenn ich das möchte, nach Belieben. Aber das sind die Grundbausteine, die man ja eigentlich so braucht. Und wo man sich als Linkshänder erst immer so seine Gedanken macht, wie mache ich das denn jetzt? Oder wie komme ich da am besten klar? Gerade wenn ich baue, muss ich natürlich den Bereich hier vorne, ja, hier, muss ich da natürlich relativ gut haben. Und das haben wir damit abgedeckt. Und das Ganze kann man hier sehen, ja. Das heißt, das sind natürlich noch hier viel... Oh, 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 Licht ausgemacht, Licht wieder angemacht. Ich habe hier so eine Touchlampe, ne? Hier, ihr seht, zack. Ja, darum ist das, die Kamera ist auch nicht die beste. Ich musste ein bisschen improvisieren, das Ganze. Aber schlussendlich bleibt die Steuerungsgruppe, die Einstellung zum Festlegen, habe ich auf Num1 gemacht. Jetzt kann man sich fragen, warum hast du das denn gemacht? Denn schlussendlich musst du da auch umgreifen. Aber wenn ich jetzt hier drauf gehe, ja, und ich habe hier unten die Steuerung und mache jetzt hier auf 1, ja, das geht nicht. Oder ich würde halt dann so machen. Ich mache dann aber so, man sieht das nicht ganz, ich werde die jetzt mal verschieben. Upp. So, ist alles hier ein bisschen wackelig gerade. Ich kann nämlich jetzt von Steuerung auf die Tasten mit meinem kleinen Finger gehen. Und da muss man ja wirklich nur einmal drücken und dann pack, 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 ne? Und hat dann seine Gruppierungen drin. Das ist relativ zügig so. Ich gucke mal eben wieder, dass wir sie fein justieren. Ja, das heißt, darum habe ich die Steuerungstasten auf Numlock gelegt. Das kommt allerdings nicht in Frage, wenn ich dies ganz normale mache. Und die ganz normalen Tasten fangen dann bei mir auch nicht bei 1 an, denn 1 ist für mich auch relativ weit weg, ja, sondern es fängt bei mir auch bei 2 an. Ganz normal im Standard ist das, glaube ich, auch so. Das heißt, von dort bis dahin geht das Ganze. Ne? Steuerungsgruppe natürlich dann hier wieder. Die muss ich noch umändern. Benutze sie momentan sehr selten. Von daher bleibt sie, wie sie ist. Dafür habe ich die den Gegenstand dann auf Numlock gelegt, weil es da oben war. Kommen wir jetzt aber noch zu einem anderen Punkt. Ich gucke gerade mal, welcher Punkt war das denn? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Punkt das war. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Ne? Ich glaube, das war es eigentlich soweit von den Tastenbelegungen. Eine ganz wichtige Sache. Und zwar hat meine Tastatur auch diese Makrotasten. Ja, ihr seht sie hier hinten. Wir können sie umschalten. Auf 1, 2, 3. Ich kann hier so einen Game-Mode anmachen, kann sagen, hier, da, ne, bitte sag mir jetzt mal ganz schnell, wie ich das Ganze mache. Ich sehe gerade, meine Tastatur ist irrsinnig staubig. Ich muss die erstmal nachher sauber machen. Laut den Euler der Blizzard, ja, von Blizzard und von StarCraft 2, ist das so, kann man diese Tasten zwar verwenden, ich kann diese Tasten allerdings nur verwenden, wenn ich einzelne Buchstaben darauf legen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt ein U auf G1, auf diesen Knopf legen möchte, dann geht das Ganze. Wenn ich aber eine Steuerungszuweisung mache und mache STRG und 1, ja, dann ist das eine Makro. Das heißt, ich würde theoretisch nur eine Taste benutzen, mache aber damit zwei Befehle und das ist laut der Euler illegal. Das heißt, würde man euch dabei erwischen, das natürlich schwer ist, außer in einem Turnier, denke ich mal, sieht das ein bisschen anders aus. Aber in einem normalen Spiel, glaube ich, ist es, ja, das kehrt irgendwie kein. Aber schlussendlich, Fakt ist, würde man da einen bei erwischen, dann verstößt man gegen die Eule und es kann, ja, Schritte gegen eingeleitet werden. Das heißt, im schlimmsten Falle ist euer Account erstmal weg. Ja, das heißt, diese ganzen Bereiche dürft ihr nur für Standardtasten nehmen, das ist erlaubt, aber nicht für den Bereich, dass ihr sagt STRG1, STRG2, STRG3, STRG4 etc. pp. Das geht damit einfach nicht, das dürft ihr nicht. Des Weiteren gibt es dann natürlich auch diese Pads, die man daneben legen kann.
Ich gehe ja mal wieder ein bisschen raus. Das heißt, die Pets, die wir haben, die wir benötigen, oder die man nicht benötigt. Okay, jetzt komm mal auf den Punkt, Sorbin. Und zwar gibt es ja Pets, die man kaufen kann, die man sich hier so nebenstellen kann. Die haben dann so ein Numlock-Feld oder auch G-Tasten. Auch diese Tasten, das darf natürlich auch in einem Turnier oder in einem normalen Spiel ganz normal verwendet werden. Aber auch hier ist zu sagen, dürfen keine Makro-Tasten erstellt werden, die man natürlich mit einer Logitech-Tastatur oder schlussendlich auch mit gewisser Software, ja auch über Windows, dafür braucht man nicht einmal G-Tasten, ist aber nicht erlaubt. Daher bitte sein lassen, seid so fair und spielt in der Sache auch fair. Ansonsten gibt es, wie gesagt, nichts zu sagen. Das Einzige noch ganz zum Schluss ist, ihr seht, ne, man kann... Jupp, okay, ihr seht es gerade. Ne? Ich schalte um und er sagt hier, ihr aktives Hotkey-Profil wird im Battle.net gespeichert und steht von jedem Rechner, mit dem sie sich einloggen, aus zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr mal beim Kumpel spielt oder irgendwo auf einer LAN oder whatever von einem anderen PC aus, dann greift er auf den Battle.net-Server zu und greift natürlich auf euren Account zu, sprich, ihr loggt euch ja mit eurem Account ein und somit habt ihr die Hotkeys sofort drin, ihr braucht da nichts ändern. Ist eine ganz, ganz schicke Sache, gerade bei dem Bereich. Das wollte ich nur sagen, in den nächsten Wochen wird auf jeden Fall noch wesentlich mehr kommen, aber dann mit einer unheimlich hier da sauberen Tastatur, die ist echt so staubig, aber das war jetzt recht spontan, weil ich es einfach wissen wollte, beziehungsweise ich wollte euch das mal kurz sagen, denn ich habe nichts gefunden. Daher habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir mal eben ganz schnell was, damit ihr was seht oder beziehungsweise, dass ihr seht, wie ich denn das Ganze jetzt handhabe. So, mein Name ist Sorbin von Pixelbeef und wenn es euch gefallen hat, dann teilt es doch uns bitte gerne mit. Ansonsten, ja, dann ist das halt so. Ansonsten, die nächsten Programme oder die nächsten Sachen von StarCraft 2 werden in Kürze folgen. Mein Name, wie gesagt, ist Sorbin und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, GG, ciao, ciao.